hoch zum zweiten Spieltag der Vorrunde. Und zwar Gruppe E und Gruppe F. Und ja, wir haben jetzt als erste Partie das Spiel Japan gegen Costa Rica. Also wundert euch nicht, dass hier dieser Kreis mit diesem Emblem hier fehlt. Ich habe keine runde Flagge gefunden, bei der das ja so war. Deswegen, auf der Kugel selber ist es so, deswegen wundert euch am besten nicht. In Real Life hat Costa Rica sehr hoch verloren gegen Spanien und Japan hat gegen Deutschland gewonnen. Also wir werden sehen, ob der Deutschland-Besieger auch leichte Spiele hat wie Spanien oder ob wir eine Überraschung sehen hier. Und wir sehen tatsächlich eine Überraschung. Ja, 1:0 für Costa Rica. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal an. Hier wird er schön am Tor vorbeigespielt. Da hat der Torwart von Japan nicht viele Chancen. Und hier eine gute Parade vom Torwart von Costa Rica. Wie sieht es in der zweiten Hälfte aus? Schafft es Japan nochmal zurückzukommen, so wie gegen Deutschland? Oder ist es nicht der Fall? Wir schauen. Es ist so. 1:1. Oder noch 2:1. Nein. Aber richtig knapp. Schaut, wie knapp dieser Ball hier liegt. Wirklich, nur ein kleiner Stups, der wäre locker drin gewesen. Also, Japan war die bessere Mannschaft in diesem Spiel, muss man sagen. Aber es hat nur zu einem Unentschieden gereicht. Wir schauen uns das Tor von Japan auch nochmal an. Das war hier. Und dann dieser Ball hier. Fast hätten sie es noch geschafft. Aber, ja, sie haben sich dann am Ende doch selbst im Weg gestanden. So, Leute, geht das Spiel also aus. Ein 1:1 zwischen Costa Rica und Japan. Und nun sind wir auch in Gruppe F angekommen. Es spielt hier Belgien gegen Marokko. Belgien hatte ja gewonnen mit 1:0 gegen Kanada, aber Marokko mit einem 0:0 gegen Kroatien auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Wer Favorit ist? Ich denke mal Belgien, aber wir werden sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Ein Tor für Marokko. Und keins für Belgien. Wir schauen uns das auch nochmal an hier. Dieses Tor hier. Da haben sie das hier schön rein gemacht. Genau. Kommt Belgien jetzt noch zurück. In der zweiten Hälfte. Haben wir auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten offen. Das sollte auf jeden Fall noch drinnen sein. Und nein. Es fallen noch zwei weitere Tore für Belgien, für Marokko und eins für Belgien. Wir schauen uns das erste belgische Tor an. Das war hier oben. Den anderen Ball haben sie sich auch wieder selbst verspielt. Und hier die beiden Tore schauen wir uns auch an. Gemeinsam haben sie das gut gespielt und dann den anderen hier noch leicht angetroffen. Ja. Und das reicht dann auf jeden Fall für das 3:1 für Belgien. Für Marokko gegen Belgien, so rum. Eieiei, schwierig, schwierig. Das nächste Spiel, ja, spielt ein Team, welches das erste Spiel in Real Life unentschieden gespielt hat, gegen Marokko. Und eins, was es verloren hat, gegen Belgien. Also jetzt nicht unbedingt, läuft für beide nicht unbedingt so super. Vor allem Kroatien, denke ich, hat sich mehr versprochen, aber es fallen zwei Tore und die sind beide für Kanada. Wir schauen uns die auch nochmal an hier. Der Ball hier wurde angedipselt und der andere. Welcher war das? Welcher war der andere? Der hier, der hier. Tatsächlich vom eigenen Kanadier wurde der getroffen und die beiden sind dann auch reingegangen. Auf der anderen Seite schauen wir uns auch das Tor an von. Obwohl, haben die auch ein Tor gemacht? Ich glaube nicht, nee. Der kanadische Tor hat gut gehalten. Sonst, ja, wirklich gefährlich wurden sie dann doch nicht. Nicht wirklich torgefährlich, würde ich behaupten. Mehr war da anscheinend auch nicht drinnen in der ersten Hälfte. Aber die zweite Hälfte ist ja noch vielversprechend und kann noch einiges ändern. Kommt Kroatien jetzt noch zurück. Haben sie den Elan? Aber scheint nicht so. Es scheint so, als wenn in der zweiten Hälfte einfach nichts passiert wäre. Ein 2:0 für Kanada. Also, okay. Hätte man davor wahrscheinlich nicht erwartet. Und nun kommt das Spiel, auf das ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Wir sind gespannt,
wie es jetzt ausgehen wird. Denn in Real Life ist das ja eines, ja, beziehungsweise das Entscheidungsspiel für Deutschland, da sie das erste Spiel gegen Japan verloren haben. Und wir schauen mal, was das Marvel WM Orakel jetzt davon hält. Es passiert kein Tor. Oder doch ein Tor für Deutschland? Zwei Tore für Deutschland? Ein 2:0 für Deutschland? Okay. Ob das so eindeutig wird, ist dann die Frage. Hier die beiden Bälle gehen rein, der da und der hier. Schön hier auch noch kurz vor der Halbzeit nicht aufgehört zu spielen, sondern auch noch das 2:0 erzielt. Richtig stark. Wir schauen gleich mal rein, wie es jetzt aussieht in der zweiten Hälfte. Kann Deutschland das Niveau halten oder kommt Spanien zurück? Und da ist schon... Nein, das ist kein Tor. Kein Tor. Manuel Neuer hat hier gut gehalten auf jeden Fall. Und es ist ein 3:0. Wir schauen uns das Tor für Deutschland an. Okay, ich hoffe mal, dass das WM-Orakel genauso recht hat wie gegen... Japan, da hat er auch das WM-Orakel hier gesagt, dass Japan gewinnt mit einem Tor und das, so war es auch. Wenn jetzt die Deutschland mit 3:0 gewinnt, dann wäre ich auch ziemlich happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden sehen, wie es ablaufen wird. 3:0 für Deutschland gegen Spanien. Das wäre ein Banger. Es wäre ein Kracher, wenn das wirklich so sein wird. Hoffen wir mal, dass die Marvel WM-Orakel wieder mal recht hat. Gut, damit würde ich sagen, war es das von den vorletzten beiden Gruppen. Es gibt noch zwei weitere Gruppen, die im zweiten Spieltag spielen natürlich. Die kommen dann am nächsten Tag, wahrscheinlich morgen, je nachdem. Und genau, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher zur Leistung von Deutschland sagt in diesem Turnier. Und genau, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zirkofrick. Tschüss.